Okay. Ja, dann reiten wir rum. Sagen wir mal Hallo zu den Leuten da unten. Sind sicher Ich freundlich. habe da ein ganz mieses Gefühl. Ach, das sind doch Freunde, Ray. Sieh an, ein Neuer im Tal des Todes. Egal, warum du hier bist, wenn du die Gelegenheit hast, kehr um. Ich kann auf mich aufpassen. Es ist nur ein Rat, von einem Freund zum anderen. Du kannst froh sein, dass du zuerst auf uns getroffen bist. Andere würden dir keine Chance geben, wieder zu verschwinden. Hier kämpft jeder für sich. Du darfst niemandem trauen. Merk dir meine Worte. Vertraue niemandem. Besonders nicht uns. Dich hole ich mir. Oh. Okay. Ich wollte gerade sagen. Kommt da noch was? Ah, Idioten. Macht ja keinen Schaden, kleiner. Sorry, Kat, ja. Ja. Oh. Ja, war eigentlich hier lustig. Da ist nichts zu holen. Was? Was soll das heißen? Ich bin nicht mehr gute Loot gehabt. Ruhig, ruhig, Geisterwolf. Was für eine Ausweichsrolle. Das Biest kaufe ich mir. Danke, Ray. Ah, der verschmutzt das Wasser. Ah, das lächerlichste. Du bist tot. Oh boy. Hier haben wir die ganze Armee. Ja, wie auch immer ich die gerade getötet habe. Oh! Geisterwolf kommt auch zu spät. Nicht mehr vorgemacht, der Kleine. Was bist du? Ein toter Beißer. Da haben wir ein paar Kreuze. Verdammt, die Verbanden sind schwach. Wäre interessant zu wissen, ob man... Ach, verdammt, Betten. Und Besen. Ich habe so viel Astrofleisch, das ich nie brauchen werde. Ah, du kannst schlafen gehen, Wolf. Du kannst schlafen gehen. Du bist nicht mehr gebraucht. Ja. Mit einem guten Messer. Das ist wahrscheinlich aus Paranoia. Die guten Messerschlaftaktiken. Ach. Da. Krüge und Teller. Na, Gott sei Dank kann ich den Dreck looten. Ich kann einen eigenen Shop aufmachen. Der Hund ist noch immer da. Krass. Das bleibt gleich lang wie die Rüstung, also jetzt gleich weg. Nein. Eigen. Sind das Energiespeicher? Das sind Tabletten einfach. Tschüssi. Tschüsselei. Mehr Assos. Ah, das haben wir schon, die Hochleistungssuppe. Das Einzige, was fehlt, ist Hochleistung. Hier ist nur Schrott. Ding steckt hier drin. Ich kann nicht glauben, für welchen Unsinn sich die Nachrichten mittlerweile hergeben. Ein Meteor. Als ob in den nächsten Monaten wirklich irgendwas passiert. Erstmal abwarten. Bald geben sie bekannt, dass es eine Fehlmeldung ist. Wir werden auf keinen Fall in Panik verfallen. Wir lassen die Kinder in der Schule. Heute Abend wird der ganze Spuk wieder vorbei sein. Natürlich. Okay. Verdammt. Das war wohl nichts. Warte, was?
Das war wohl nichts. Ich gebe auf. Dafür fehlt mir die Brain Power today. Oh, Vorhang im Gesicht. Wie geht? Hier haben wir sowieso nicht mehr so viel zu tun. Es gibt noch mehr Verbannte nochmal. Eine kleine Stadt hier irgendwo. Hier sollten wir nicht allzu lange bleiben. Oh, das Mana muss fließen. Dich kenne ich doch. Ah! Das ist der, der Setzlinge gegessen hat. Das Mana muss fließen. Ja. Sehr cool. Gib mir die Fresse. Gib mir die Fresse. Sorry, Bro. Hab die Pfiffen und dann vernichtet. Das Blut muss auch fließen, Oryk. Das Blut muss auch fließen. Nicht meins natürlich. Jetzt bist du dran. Ja, meins fließt. Ja, lass Ray machen, Hund. Ist ja klar. Warum haben die Oryk nichts getan? Nur mir. Die sammeln doch nur Krüge, die Verbannten. Oh, was für ein Muscle Up. Alles für nichts. Ist auch cool hier eigentlich. Ein cooles Outlaw-Lager eigentlich. Nicht wie Outlaws in diesem Spiel. Der nimmt die Granate. Brauchen wir für Nasty. Für Nastys Mission wohl eher. Okay, von hier drin sind wir, glaube ich, gekommen. Was sagt die Karte? Wo könnte hier das Lager sein? Wir sind hier. Hier waren wir. Nur hier sein, aber gehen wir einfach mal das hier machen. Wir haben was markiert hier. Hier soll ein Schatz sein. Den Schatz gehen wir uns gönnen. Zuerst müssen wir mal schauen, ob das richtig so sein könnte. Das kann nichts. Das ist es mal nicht, oder? Vier Häuser, Teil 9. Nein. Verwittert das Bild. Scheint, dass das auf dieser Seite irgendwo ist. Das wird wieder eine Schnitzeljagd. Von diesen Orten müsste es sein. Was bist du eigentlich? Nur ein Weg, der mich ins Lager führt. Verdammt. Oh boy. Deswegen mache ich solche Sachen nie. Weil ich sowieso nicht wirklich dann den Plan habe. Okay. Das Ding hier. Um ehrlich zu sein, das schaut doch genau wie das Teil hier aus. Naja, genau da bin ich. Genau hier bin ich. Ich weiß nicht noch, was ich genau Ausschau halten muss, aber
Scheiße, das ist da oberhalb. Verdammt, hier. Ich hasse es. Verdammt. Okay. Muss es eigentlich sein. Ich weiß nicht, ob da auf dieser Seite noch was ist. Aber ich habe auf jeden Fall mal nichts gesehen gerade. Deswegen hasse ich diesen Schwachsinn. Ach, komm schon. Ja, ja, das muss es sein nochmal. Ah, verdammt. Ah, verdammt. Ah, kann mein Dreck nicht einsetzen. Verdammt. Verlassen, das ist die Loot. Längst aufgeben sollen. Ich hätte schon längst aufgeben sollen. Controller gibt auf. Okay. Dann halt nichts. Den haben wir. Was ist denn das, verdammt? Ich weiß nicht, von wem ich diese Mission habe. Machen wir auch nicht. Ja, ja. Er tanzt doch wieder im Lager rum. Okay. Na dann. Nach der ganzen schwachsinnigen Jagd nach nichts. Ich werde halt mit Kaya reden. Mit Kobylot. Wie geht es dir? Alles gut. Danke der Nachfrage. Komm. Mit. Na gut. Und was jetzt? Wie geht es dir? Alles gut. Ich brauch. Wenn. Oh boy. Naja. Oh boy. Sonst noch irgendwas? Oh. Nichts passt. Du sagtest, die Reaktorspule ist im Eimer. Ja, verdammt. Das Ding hält keine 2 Kilometer mehr durch. Hm. Ich weiß, ich hätte sie schon früher auswechseln sollen. Sie hatte mir schon Probleme gemacht, als der Gleiter noch in Betrieb war. Ah. Wo sollen wir denn jetzt eine Reaktorspule X48 herkriegen, hä? Diese Dinger sind verdammt selten. Was so? Hab ich nicht ist eine? Ist ja nett mit dir. Okay. 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 Da habe ich wohl keine Wahl, außer mich von Nasty foltern zu lassen. Hm.
Ja. Es ist Zeit für mich vom Nesti foltern zu lassen. So lange wie möglich versucht zurückzuhalten. Controller sagt auch nein. Schnappen wir uns Elexitor Pasek, bevor er uns erwischt. Dann aber schnell, die Zeit rennt. Ich würde mir noch eine Stunde Zeit lassen. Oh, das wird ein harter Fight. So, dann hatten meine Scouts offenbar doch den richtigen Riecher. Du hast keine Ahnung, wie sehr du uns auf Trab gehalten hast, Jax. Der gesamte Eispalast ist auf der Suche nach dir. Ja, sieht so aus, als könntest du den gesamten Lohn für meine Ergreifung einstreichen, Pasek. Was für eine Verschwendung. Deine Effektivität als eine der unseren war überragend. Selbst bis heute immer noch unerreichbar. Wie konnte es nur so weit kommen? Schick deine Maschinen weg und ich könnte dir an meinem Lagerfeuer davon erzählen. Sehr interessant. Doch werde ich dein Angebot wohl ablehnen müssen. In deinem versteckten Lager da drüben ist es gerade eher zu ungastlich für eine solche Unterhaltung. Meine bereits entsandten Maschinen werden ziemlich sicher nicht mehr viel davon übrig lassen. Lassen wir das alberne Geplänkel. Warum reißen wir ihm nicht gleich den Kopf von seinen Schultern? Er ist nach Kallax der mächtigste der Elixitoren. Du solltest ihn nicht unterschätzen. Du hörst besser auf deinen Commander. Euch zu ergeben ist die einzige Option, die ihr noch habt. Eher sterbe ich, du Dreckskerl. Dich zerquetsche. So nicht. Daraus wird nichts. Ich bin miserabelst vorbereitet. Gib mir nur eine Minute. Oh, er steht direkt hinter mir. Nur eine Minute, Kleiner. Nur eine Minute. Ich hab nicht mal Mana drinnen. Ah. Die macht das schon, die Frau. Okay. Na, ist die schon tot? Wie ich sehe. Okay. Ach du! Oh boy. Hätte ich mich nicht ein bisschen besser vorbereiten können. Das wird schnell mal alles leer geschossen sein. Oh schau, ne, ist die lebt. Unglaublich. Verdammt, ist der gut. Oh, ich bin nicht so schlecht vorbereitet anscheinend. Bitte, was macht mein Kampfhund? Der fightet den Unhold da drüben. Ach, wir haben doch keinen Stress. Seid ihr am Unhold kämpfen? Du hast meinen Wachhund getötet. Kommt der Unhold. Bergkroll. Nesti. Oh, vielleicht auch noch Unterstützung. Das sind nur kleine Heiltränke, deswegen machen die nichts. Davon habe ich auch nicht viele. Verdammt mich. Hör auf mit dem. Lass ich mich auf den Bergkroll-Kampf ein. Mit der besseren Muni. Nein, das macht nichts. Was auch immer das ist. Hilft dieser Shot. Das macht auf jeden Fall Schaden.
Verdammt, bin ich gerade schlecht drauf. Ah, die unnötigen Fights hole ich mir. Okay, mal eine Minute. Alles reinhauen, was ich brauche für den nächsten Fight. Jagdboden. Jagdboden. Yep. Das noch nicht. Wenn das Spiel hier pausieren würde während den Fights. Ich habe nicht mal Schalter Heiltränke. Yep. Für den nächsten Fight muss ich mich besser vorbereiten. Ich bin nicht vorgeheilt. Okay. Hör auf, Schwachsinn zu treiben. Ich hätte meinen Mana auch noch upgraden können. Ich hätte einfach noch ein bisschen im Dschungel farmen sollen mit Ray. So, war das Herausforderung genug für dich? Du hast ja keine Ahnung! Seit ich dich kenne, stürzt du dich in jeden auch noch so hoffnungslosen Kampf. Was ist bloß los mit dir? Willst du mir etwa Vorschriften machen wie ich? Nein, es ist offenkundig, dass du dein Leben wegwerfen willst. Ha! Und wenn schon, ich wüsste nicht, was dich das angeht. Von mir aus mach, was du willst. Aber zieh mich da nicht wieder mit rein, okay? Was? Du hast recht. Ich bin fertig. Schlimm genug, dass man es mir mittlerweile anmerkt. Was ist es? Eine verpasste Gelegenheit? Irgendein Kerl? Ja, genau. Das wäre schön. Und würde wunderbar in deinen kleinkarierten Schädel passen. Nicht wahr? Aber so einfach ist es leider nicht. Freundchen? Nein. Ich habe den grauen Tod. Ja, genau. Und du weißt, was das heißt. Die Krankheit ist schon vor Jahren bei mir diagnostiziert worden. Und sie endet immer gleich. Und es gibt nichts, was ich oder irgendwer anders dagegen tun kann. Nun... Ach, komm jetzt bloß nicht mit irgendwelchem Geschwafel, okay? Alles, was ich will, ist, im Kampfgetöse auf dem Schlachtfeld zu sterben. Und das gegen einen Gegner, der mir das Wasser reichen kann. Also, entweder du hilfst mir, ihn zu finden, oder ich gehe wieder meine eigenen Wege. Verstanden? Das mit deiner Krankheit ist tragisch, aber ich kann dir nicht helfen. Ich habe auch nichts anderes erwartet. So, Arschloch. Du behandelst mich wie Scheiße. Kannst du haben. Das war's jetzt hier für mich. Ich wünsche dir noch einen schönen Tod. Tja. Wo ist sie? Warum hat sie auf? Ich dachte, ich kann sie bekämpfen. Kann sie nicht bekämpfen? Oder hängt sich aus, natürlich. Ich kann sie nicht bekämpfen? Ich dachte, ich kann gegen ihr kämpfen. Ah. Ich dachte, ich kann sie töten. Oh, es geht hier ab. Ich hab's weder viel getötet. Kämpfe funktioniert gerade überhaupt nicht. Was ist hier los? Warum stehe ich im Busch? Ah, ich habe einen Controller. Was ist hier los? Ich habe sie gerade ja tatsächlich getötet. Oh. Alter, schlag doch einmal drauf. Sehr gute Arbeit. Ah, die Ratte lebt ja noch. Keine Sorge, Leute, ich habe umgeklimmert. Einer noch. Kampf ist vorbei. Was wird jetzt interessant? Ha! Geklaut. Idiot. Einmal bewusstlos. Oh! Ah, verdammt. Hopp, da lebt er. Schon wieder so ein Mistvieh.
Ach komm. Das war's doch jetzt. Alles klar. Naja, das sagt einfach nichts. Oh. Brody, mitkommen. Das hier. Ich vermassel gerade alles, was es zu vermasseln gibt. Ich glaube, ich habe schon haufenweise Missionen verkackt gerade. Ich dachte, ich kann Neste bekämpfen. Aber nein, anscheinend kann man nicht Neste bekämpfen. Sagt denn hier nirgends wer was? Warum sagt hier niemand was? Wir sind gerade attackiert worden. Okay, das interessiert keinen. Jo, du. Alles noch dran? Lass mal, es geht schon. Ich verstehe nicht. Ich denke, das habe ich falsch gemacht. Ich brauche. Mitkommen. Mitkommen. Irgendwas passt hier nicht. Außer es kommt nachher noch eine Nachgeschichte. Wie im Bilde. Ist ja. Okay. Ist jetzt Neste wieder beim Duke? Kann ich Neste etwa nicht töten? Ich dachte, ich kann sie töten in diesem Spiel. Stopp. Neste? Nein. Einfach mal in dem Bett schlafen, vielleicht kommt sie dann schon. Schlechter Zeitpunkt. Du hast hier schlechter nichts verloren. Zeitpunkt. Mach du das hier ja nichts nochmal. Ja, verschwinde nur. Ich werde einfach mal ein bisschen Arbeit für Neste erledigen. Fürs nächste Spiel. Kann ich meinen Geisterwolf hier nicht einsetzen? Da ist er ja. Gut. Hey, Bro. Die andere Leibwache macht gar nichts grad. Jetzt geht's los. Lock zu. Okay, doch. Okay, was werden die schon machen? Kann ich jetzt hier schlafen? Alle, die ich töten will, kann ich anscheinend nicht töten. Warum kann ich Neste nicht töten? Warum kann ich in dem Bett nicht schlafen? Hey, ich kann in dem Bett schlafen. Yay. Na geht doch. Dann muss ich anscheinend Kari einfach mitnehmen und so Mr. Meister Thorold. You're red. Wie gefällt dir das, ha? Kann ich ihn wieder ausrauben? Kuh kann ich wegnehmen. Ist leer. Ich meine, ich bin so überpowered, sie können eh nichts mehr tun. Ich habe gerade den Berserker-Eroberungszug vorausgestartet.
Da, letzte Zigaretten gestohlen. Jetzt wird er erst weinen. Da liegt noch immer da draußen herum. Verdammt, der ist so schwach. Du bist nichts, Raid. Raid, nicht Raid. Da! Oh, hab ich gerade die Katze hingeklitscht, oder? Mein Leben. Ah, mache tot. Ich könnte mich durch das ganze Dorf hier durchschnetzeln. Aber ich glaube, wir beenden es hier einfach. Und ich mache dann die Hauptmission weiter. Ob vielleicht ist schon alles vermasselt. Ja, keine Ahnung. Peace out.